Glück auf, Schatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja, Leute, ich habe richtig gute Laune am Start. Warum, erzähle ich euch gleich. Heute mal wieder ein normales Commentary. Im Hintergrund wird wahrscheinlich wieder mal ein richtig geiles Sniper-Gameplay laufen. Hatte ich ja auch schon lange nicht mehr, dass ich mal ein Video so Sniper-Gameplay nachkommentiert habe. Wird auf jeden Fall jetzt kommen, denn ich habe ein paar Infos, die ich gern unbedingt jetzt loswerden möchte. Erstmal möchte ich mich bedanken für das 3000 Abo-Special, was bei euch ja richtig gut angekommen ist. Und wir haben natürlich auch die 60 bis 70 Likes geschafft. Das bedeutet natürlich, dass es einen zweiten Teil geben wird. Dieser zweite Teil könnt ihr euch jetzt raussuchen, was das sein soll. Also schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, was ihr euch einfach wünscht. Und das werde ich dann halt einfach machen. Also egal, ob das jetzt irgendwie ein FAQ mit meiner Freundin ist, ob das irgendwie meine Freundin zockt und ich mache nebenbei ein FAQ oder mir einfach so irgendwie was Lustiges machen. Also einfach alle eure Ideen unten in die Kommentare und das Beste werde ich mir dann auf jeden Fall raussuchen und darüber meinen zweiten Teil des 3K-Abo-Specials machen. Ja, Leute, ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass das Snipen in AW einfach tot ist. Das ist auch tot, das kann auch keiner abstreiten. Also, es geht einfach nicht mehr. Trotzdem wird bei mir auf jeden Fall weiter AW kommen. Ich mag dieses Spiel einfach. Und ich habe halt letztens mal probiert, ein bisschen Black Ops 2 und so weiter zu spielen. Und Leute, ich bin nur am Ragen. Es ist einfach so ein scheiß Connection-Game. Das ist unglaublich. Also, ich habe es probiert. Es hat mir überhaupt keinen Bock gemacht. Ich werde natürlich auch versuchen, sobald ich dann halt umgezogen bin, ein bisschen mehr vielleicht auch so die alten CODs zu bringen. Ich muss mich da, wie gesagt, einspielen. Und jetzt ist es halt echt gerade schlecht, weil ich halt mitten im Umzug stecke. Also, viel Planung schon zusammenpacken und so weiter und so fort. Bewerbungsgespräche, wie ich ja auf meiner Facebook-Fanpage schon geschrieben hatte. Ich habe zwar schon eine Stelle gefunden, aber trotzdem ist es halt immer noch viel Stress. Es stehen auch noch ein paar andere Projekte an, auf die ich mich richtig freue. Also es sind jetzt, glaube ich, die demnächst noch kommen, 2 oder 3 Projekte. Unter anderem eins mit meiner Freundin zusammen. Denn wir werden auf die Büchermesse gehen und dort werden wir so ein kleines Real-Life-Video auf jeden Fall drehen. Wird eine richtig lustige Sache. Zum anderen wird wahrscheinlich, ist noch nicht hundertprozentig fest, meine Freundin aber auch mit YouTube anfangen. Und da werden wir halt auch so, sag ich mal, Vlogs machen und so weiter und so fort. Also mehr so Real-Life-Geschichte. Werde ich euch dann auf jeden Fall verlinken, denn da werde ich auch ab und zu sehen sein. Dazu haben wir natürlich uns jetzt auch eine neue Kamera gekauft. Da wird noch ein Unboxing kommen. Und dann habe ich noch ein anderes Projekt, was ich euch vorstellen will. Das zieht sich auch ungefähr über 3 Videos. Also ihr seht schon jede Menge, die ich jetzt schon geplant habe, die halt in Zukunft kommen werden. Und nebenbei werde ich halt erstmal AW weiterspielen. Natürlich auch weiter snipen, also ihr werdet zwar dann halt nicht irgendwie einen krassen Feed unten sehen. Also die Feeds wird zwar trotzdem geben, aber man sieht sie halt nicht mehr so schön, wie man das halt kennt. Zum anderen habe ich mir überlegt, einfach weil ich gemerkt habe, dass es ziemlich gut ankommt, ich möchte einfach das ein bisschen in meinen Channel jetzt mit einbeziehen, und zwar das Spielen mit normalen Waffen, aber dann nicht in Team Deathmatch, sondern in Herrschaft. Also ich habe da auch schon ein paar geile Gameplays jetzt gerissen. Liegt mir eigentlich auch recht gut. Ich bin zwar jetzt kein Profi oder sonst irgendwas, aber es gibt auf jeden Fall das ein oder andere geile Gameplay und das werdet dann halt sehen. Meistens werde ich das wahrscheinlich nachkommentieren. Muss ich halt einfach mal schauen, wie das Ganze so funktioniert, wenn ich halt zocke. Ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht oft gemacht. Herrschaft habe ich in AW noch nie gespielt. Und ja, also wie gesagt, ist jede Menge, was ich halt jetzt mit euch noch vorhabe. Also ihr braucht auf jeden Fall keine Angst zu haben. Das sollte jetzt nicht irgendwie heißen, dass ich mit YouTube oder sonst irgendwas aufhören will. Dafür macht es mir einfach viel zu viel Spaß. Und ich werde es halt bloß ein bisschen umstrukturieren müssen, weil es halt anders nicht möglich ist. Daystream 6 wird trotzdem auf jeden Fall nachkommen. Ich habe schon die ersten Teile gesehen. Sieht auf jeden Fall auch richtig geil aus. Ich meine, da ist auch ein richtig krass geiler Editor am Start, der das Ganze halt für mich macht. Bin ich auch mega froh, dass er gesagt hat, hey, komm, Blacky, wir machen das Projekt zusammen. Zum anderen sind halt noch so ein paar andere Sachen jetzt in Planung, was zum Beispiel ein neues Intro ist. Da ist jemand dran, weil ja der ein oder andere Partner dazu gekommen ist. Ich werde jetzt noch nicht zu viel verraten. Und natürlich müsste dementsprechend ja auch dann so meine Grafik noch ein bisschen angepasst werden. Und ja, ich habe auch schon andere Projekte in Planung, unter anderem ein Riesenprojekt für die Community, also für jeden eigentlich. Aber das wird halt auch erst stattfinden, wenn ich dann halt umgezogen bin, weil das Projekt braucht wirklich richtig viel Zeit. Ich muss die richtigen Leute dafür finden, sonst kann ich das Ganze nicht machen. Aber das wird auf jeden Fall ein mega geiles Projekt. Also ich habe das ja schon mit ein, zwei Leuten besprochen, die da auf jeden Fall auch am Start sind und einfach, ja, der, so der Grundgedanke ist schon mal richtig geil. Also es kann, wie gesagt, was richtig Geiles werden, wenn ihr natürlich da halt Bock drauf habt und mitmacht.
Und das wird auch, sag ich mal, so ein bisschen Gelegenheit für jeden kleineren YouTuber sein. Also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ja, ansonsten sollte es auch eigentlich schon wieder gewesen sein. Wird es jetzt gar nicht weiter in die Länge ziehen. Bloß mal kurzes Update. Ich muss euch kurz noch was sagen, falls jemand bisher noch geschaut hat. Und zwar vom 20. bis zum 24. werde ich noch schwer erreichbar sein, weil ich da kein Internet habe. Kotzt mich selber ein bisschen an, ist aber halt so. Ich bekomme halt eine neue Leitung den letzten Monat, wo ich noch hier wohne. Und ja, das ist halt blöd, dass es gerade Freitag ist, wo die Umstellung ist. Da kann das irgendwie nicht gemacht werden. Samstag, Sonntag arbeitet niemand. Montag sind die Techniker nicht da. Und bla bla bla, ihr kennt ja diesen ganzen Fakt. Ja, und ansonsten kommt dann halt mein Umzug. Den werde ich auf jeden Fall, ja, sag ich einfach mal, Videos drüber drehen, dass ihr auch einfach mal so seht, was ich halt bei dem Umzug alles gemacht habe oder wie das Ganze bei uns abläuft. Bestimmt ziemlich chaotisch, so wie ich meine Freundin und mich kenne. Und ja, das soll es auch, wie gesagt, jetzt schon gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn er wieder krass Daumen nach oben haut. Und ja, in diesem Sinne, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Almas.